Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Amalias Kochinsel. Bei mir ist heute 28 Grad draußen und man denkt natürlich immer, was koche ich bei dieser Hitze, was essen wir. Deswegen in meinem Menü heute einen bunten Salat mit guten Brustreifen und Bruschetta. Ich fange mit Bruschetta an. Wir müssen erstmal die Füllung machen, weil der muss ungefähr eine halbe Stunde ziehen lassen. Ich nehme zwei Tomaten, schneide in kleine Würfel. So. Noch ein bisschen kleiner. Danach nehmen wir 4 Knoblauchzehen, schneiden wir auch ganz klein. So, dann nehmen wir Basilikumblätter. Dann kommt Tomatengewürzsalz, aber schon schön gut würzen. Das muss ungefähr eine Löffel, große Löffel kommen. Olivenöl. Balsamico-Essig. Mischen wir alles gut durch und lassen wir für eine halbe Stunde ziehen lassen. Das muss Wasser rauskommen, damit unsere Bruschetta dann nicht matschig ist. So. Dann bei mir ist ganz normale Baguette. Man kann auch Brötchen von gestern nehmen. Oder Zwiebelbaguette oder wie Sie möchten, ne? Schneiden wir solche Stücke. So ganz bisschen klein mit Olivenöl. Und dann schicke ich mein Baguette im Backofen, bis sie goldbraun gebraten sind. Also originale Bruschetta. Die Baguette oder Brötchen muss man anbraten in Olivenöl. Aber für Frauen, das ist ein bisschen gefährlich, weil das wird zu fettig. Deswegen mache ich das einfach im Backofen, damit die Brötchen nicht so viel Fett ziehen. Solange dass unsere Baguette im Ofen ist, starten wir jetzt mit unserem Salat. Bei mir ist Rucola. Dann einen bunten Mixsalat. Alles schon geschnitten und gewaschen. So. Dann eine ganze Gurke. Die Haut habe ich abgemacht, weil, also ich mag das nicht. Die Haut ist einfach zu grob. Unsere Gurke. Ich habe eine rote Paprika. Die schneide ich in dünne Streifen. Dann ich habe hier Zuckererbsen. Die schneide ich auch so dünne Streifchen. Das gibt diese süße Geschmack dazu. So. So, dann habe ich zwei Karotten, zwei Knoblauchzehen und so kleines Stück von Ingwer. Reibe ich alles. Die Karotte auf große Reibe und die Knoblauch mit Ingwer auf die kleine. So, jetzt habe ich Salatkerne-Mix.
Ihr könnt natürlich auf Ihrem Wahl die Kerne einfach auswählen. Jetzt muss ich das anrösten. Unsere Kerne sind angeröstet. Erstmal zurück in unsere Schale. Und dann bereiten wir unsere Putenstreifen. Auch Olivenöl. Oh, das ist zu langsam. Auch scharf anbraten. Ungefähr so 5-7 Minuten lang. Unsere Filet bratet und wir bereiten Soße. Wir brauchen flüssige Honig, ein Esslöffel, dann ein Esslöffel Senf, auch nach Geschmack, scharf oder nicht. Dann Olivenöl. Saft von ganzen Zitrone. Die Kerne müssen danach raus. So. Jetzt muss ich diese einen Kern rausschmeißen von hier. Dann eine Salatkrönung. Vermischen wir das alles. So, unsere Brutenfilet ist fertig. Zusammen mit Öl auf den Salat. Unsere Dressing obendrauf. So, gerne. Und dann würde ich das alles mit dem Hand vermischen, damit das langsam alles zusammen mit Soße zieht. Schöne bunte Farben. Auch, man kann auch ohne diese, ganz Vegetarier machen, wer das mag, ne? Ohne diese Putenbrust. So, meine Lieben. Meine Baguette ist fertig, goldbraun. Und jetzt nehmen wir unsere Füllung. Also nehmen Sie immer von oben, weil dieses Wasser, was unten ist, muss jetzt nicht unbedingt drauf sein. So, nehmen wir noch ein Basilikumblatt. So sieht unsere Bruschetta aus, mit schönen sommerlichen Farben. Liebe Zuschauer, mein Rezept ist fertig. Ich serviere dazu einen Wein. Jeder trinkt natürlich alles, was er möchte. Kochen Sie mein Rezept gerne nach. Lassen Sie ein Like da, abonnieren Sie meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.